Also der ABS-Fehler war vorne links. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal hier den Sensor an. Weil wir haben ja schon gesehen, dass das Kabel da so ein bisschen am Scheuern ist. Und das kann ja alles andere als gut sein. Guck mal hier, da sieht aber was ganz schön neu aus. Guckt euch das mal an hier. Erstmal seht ihr hier ist schon mal was ist abgebrochen. Hier ist das Kabel, was geschliffen hat. Das geht da unten. Also das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig. Das Kabel ist auf jeden Fall hier durchgescheuert, hier unten, das sehe ich. Aber was ist das hier? Wo kommt das hin? Könnt ihr mir das sagen, hier, wo das hier hinkommt? Ich sehe auch kein Gegenstück dazu. Warum gucke ich nicht einfach auf der anderen Seite? Uiuiui. Das gibt's hier gar nicht auf der Seite, das Kabel. Da ist ein Kabel drin oder zwei. Zwei. Also in dem, was jetzt hier durchgescheuert ist. Diese Scheiße. So, das hier ist durch. Ich isoliere das mal ab. Ich weiß gar nicht, ob man das einfach löten kann, weil das ja ein ABS-Kabel ist. Also muss ja einen bestimmten Widerstand haben. Also hier geht leider gar nichts mehr. Guckt euch hier an, die. Da ist noch der Rest. Aber die Kabel, die konnte ich da, die waren komplett los, die konnte ich komplett rausziehen. Da brauche ich leider einen kompletten neuen Sensorring. Und das ist so, wie ich das jetzt gesehen habe, nur komplett mit Radnabe. Und die hatten das sogar, glaube ich, neu gemacht. Sonst wäre hier nicht die Kappe neu. Und dann haben die Birnen das einfach nicht richtig verlegt. Ne, und dann hat sich das da durchgescheuert. Und das hier, das muss ich mal irgendwie eine Erfahrung kriegen, was das ist. Ja, da muss ich dann auch was bestellen und mache erstmal mit den anderen Sachen weiter. Also der letzte Stand war hier. Hoi. Wisst ihr ja, ich habe die Zündkerzen rausgenommen, die waren total verröhrt. Und im Fehlerspeicher waren Fehlzündungen. Ne? Und der Motor lief absolut nicht. Und jetzt habe ich ein paar Teile bestellt. So ein Bingo-Werbung. Kann auch nicht sein. Ach, das ist der Zahnriemensatz. Hier sind die Zündkerzen. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Zündspule jetzt auch mitgekommen ist, aber das ist ja egal. Machen wir schon mal die Kerzen rein. Und dann mache ich die alte Zündspule drauf und dann gucken wir mal, ob der vielleicht schon mit neuen Zündkerzen läuft. Mache ich die alte jetzt mal wieder drauf und dann gucken wir, vielleicht hat es ja nur in den Kerzen gelegen, ne? Oh, das wäre gefährlich gewesen, ne? So, jetzt bitte anschnallen, ich probiere es nochmal. Ha, lief doch. Ist aber wieder ausgegangen.
ob das die Wegfahrsperre ist. Ich habe mal abgeschlossen, aufgeschlossen. Läuft. Läuft gut. Waren die Zündkerzen. Ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, dass nur Zündkerzen schuld sind. Die neue Spule mache ich trotzdem rein, weil die ja auch wirklich anfällig sind. Ich glaube, ich mache mal Luft auf die Reifen. Also ich meine, eine, der war ein bisschen platt. Dann mache ich die Nummernschilder dran und dann fahren wir mal eine Runde, oder? Nimm mal lieber auch das Auslesegerät mit, ne? So, ich fahre jetzt schon 10 Minuten und ich kann euch sagen, das Auto hat wirklich Power. Also die Reifen, die drehen im zweiten Gang durch. Nicht nur, weil es jetzt regnet, sondern wahrscheinlich auch im Trockenen. Die Vorderachse, die poltert ganz schön, also da glaube ich, da sind die Koppelstangen ganz schön ausgeschlagen. Aber hiermit machst du wirklich einen GTI, einen Golf 7 GTI, dem kannst du aber hinterherfahren. Die Gänge schalten sich alle gut, das Getriebe ist in Ordnung, da haben die ja viel Probleme mit. Aber hier ist alles butterweich. Und wenn der Sportknopf gedrückt ist, dann musst du an der Ampel wirklich aufpassen, dass die Reifen nicht jedes Mal durchdrehen. Ich drehe mal kurz hier. Der brummt auch ganz schön. Ich weiß nicht, was da an der Vorderachse los ist, aber beim Bremsen zieht der auch ganz schön weg. Jetzt haben wir 100. Habt ihr es gemerkt? Der dreht durch. Wahnsinn. Und der Turbo, der pfeift auch ganz schön. Krass, da hätte ich ja nicht mit gerechnet. Der so Power hat. Vielleicht ist da auch ein bisschen was am Steuergerät gemacht, ne? Man weiß ja nicht. Weil der fühlt sich an wie 300 PS. Ja, und ich bin jetzt hier einfach ohne Ölwechsel, ohne Zahnriemenwechsel. Wenn er kaputt geht, geht er kaputt, ne? Kann man nicht ändern. Man kann ja nicht immer so Angst im Leben haben. Ja, aber den Astra, den muss man mögen. Also den Innenraum hier, schon der Blinker, wie laut der am Klickern ist. Mach mal den Sportknopf aus, dann ist das ein bisschen angenehmer zu fahren. Der dreht sofort durch. Wenn ich so im zweiten Gang Gas gebe. Natürlich auch, weil ABS im Moment nicht funktioniert, ne? Aber der hat auf jeden Fall ordentlich Leistung. Ist auch keine Motorkontrolllampe an. Die Zündspule mache ich trotzdem noch mit neu. Aber beim Bremsen, also da zieht der ganz schön weg. Das können nicht nur die Koppelstangen sein. Da muss noch irgendwie ein Gelenk ausgeschlagen sein. Ich fahre mal eine Abfahrt über die Autobahn. Ich hoffe nicht, dass mich da der ADAC abholen muss. Guck mal, wenn ich bremse, wie das Lenkrad, wie der nach links zieht. Also das ist echt ein cooler Motor. 2 Liter, 250 PS. Turbo aufgeladen.
muss ich wieder langsam fahren. Aber habt ihr das gesehen, wie der Geschwindigkeit aufbaut? Zack, zack auf 200. Wahnsinn. Der ist ja bald so wie der M6. Der wiegt natürlich auch nichts, ne, der Astra hier. So, ich will mal kurz was gucken. Ich habe jetzt mal das Bremspedal getreten. Okay, nee, da ist alles in Ordnung, weil ich dachte jetzt, weil der so wegzieht beim Bremsen, dass der vielleicht das gleiche Problem hat wie der Corsa D ab und zu, dass da ein Ventil nicht aufmacht und der dann an einem Rad nicht bremst. Weißt du, was ich meine? Ne, dann ist das Hydroaggregat oft kaputt. Das muss man dann ausbauen, wegschicken, weil der so, also ich bremse und der zieht so weg. Ja? Ich muss jetzt mal hochreden, mal gucken, ob da irgendwas so schlimm ausgeschlagen ist. Nee, das Traggelenk ist in Ordnung. Oh, oh, oh. Querlenkerlager. Ist es fester? Hier auch. Guck dir das mal an. Guckt euch das mal an, wie das ausgeschlagen ist. Deswegen zieht er so weg. Und die Koppelstangen. Nö, die sind aber fest. Weil das so geklackert hat hier. Nö, die sind ganz schön fest. Ja, man. Guck mal, die ist auch neu. Die sieht schon mal neu aus. Es hat ja so geklackert hier. Oder der Spurstangenkopf. Nö, da ist alles dran. So, jetzt schau ich mal, wo diese Dichtung hier hinkommt. Ich vermute hier so ungefähr. Weil man sieht ja, dass ganz schön undicht ist. Das ist noch ein Kabel. Was für ein Kabel? Boah, was hier noch dran geschraubt ist. Also mit so einem Kabel hier, das im Öl schwimmt. Und muss ich erstmal abschrauben, sonst kriege ich die Wanne gar nicht ab. Mir läuft gerade schön Öl am Arm runter. Kennt ihr das? Was ist das denn? Ist das der Öldruckschalter? Ich vermute ja. Ich mach das mal beides sauber und dann neue Dichtung drauf und wieder zusammen. Ich kann ja nicht eine Lebensaufgabe rausmachen aus einer kleinen Dichtung hier.
das sieht doch wieder schön aus, oder? Ach, so wollen wir das doch haben. Das ist eine italienische Flagge, aber der hat die falsch rum drauf geklebt, der Vorbesitzer. Also wenn das Auto auf dem Dach liegt, ne, dann ist es ein Italiener. Wie kann man die Flagge von seinem eigenen Land nicht richtig draufkleben? Ja gut, das sind alles Kleinigkeiten hier, da wollen wir uns nicht dran aufhängen. Ich kippe jetzt noch schönes, frisches, neues Öl rein und dann haben wir das schon mal durch. Ich warte immer noch auf Teile. Ich bin den ganzen Tag hier auf Teile am Warten. Und das soll aber jetzt erstmal hier gewesen sein mit dem Astra. Wer den kaufen will, der soll mir einfach mal ein gutes Angebot machen. Natürlich nur an Bastler oder Gewerbetreibende, so wie er ist, ohne TÜV, ohne alles. Sagt mir doch einfach mal, macht mir doch mal was und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Dankeschön, das war's und tschüss. Oh, 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 I fell in love.